Herzlich willkommen bei diesem Beratungsvideo. Bei diesem Beratungsvideo handelt es sich um ein Jahreshoroskop für Jahr 2019. Dieses Bild zeigt aber bildhaft die Geburtshoroskop nach indischen Astrologie. Lieber Jyoti, ich grüße dich. Das ist dein Video und hier zeige ich, was kommt auf dich zu Jahr 2019. Dieses Bild zeigt dein Geburtshoroskop, was ich schon erklärt habe. Das ist der Ausgangspunkt. Dieses Bild bleibt so erhalten. Das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. In dem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont aufgestiegen. Beeinflusst deine Persönlichkeit, dein Aussehen, dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Das heißt Lagna oder Aszendent. Die Löwe verlässt dich nicht, begleitet dich bis zum dein Lebensende, weil du bist ein Kind davon. Dieses Bild, wie ich schon sagte, bleibt erhalten. Das ist einzigartig. Das zeigt dein Lebensweg. Du bleibst aber nicht stehen, sondern du machst Lebensschritte. Du startest in dein Geburtsmoment, also hier bei Tierkreiszeichen Löwe. Und so machst deine Schritte, dann folgt Jungfrau, dann folgt Waage, Skorpion, dann Schütze und im Augenblick bewegst du dich hier in Tierkreiszeichen Steinbock. Und das heißt, in diesem Boden befindest du dich gerade und das, was du befestigen kannst. Und zeigt auch die Einflüsse von außen. Und das ändert sich dann natürlich, weil du machst weiteren Schritte und zeigt dein Lebensabschnitte, diese 7-Jahren-Periode. Also das ist schon mal eine Veränderung. Was noch ändert, das ist die Bewegung. Die Bewegung Sonne, Mond und die Planeten. Planet heißt auch beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Mond macht auch die Bewegung, das ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Bei Sonne ist das anderes, weil das ist die Scheinbewegung, die Sonne. In Wirklichkeit macht die Bewegung unserem Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Sonne die Bewegung macht. Und das ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. In deinem Geburtshoroskop sind verschiedene Lebensbereiche betont, weil da fließt Energie. Natürlich ist wichtig die Aszendent, deine Persönlichkeit, auch was gegenüber liegt. Die Tierkreiszeichen Wassermann, das symbolisiert der Du, die Seelenpartnerin. Und was für dich noch wichtig ist, hier fließt auch Energie in dein Geburtshoroskop. Das ist der dritte Lebensbereich und das bedeutet Medien, Internet, deine vertraute Umgebung, vieles Neues entdecken, beweglich zu sein. Die Verbindung zum Verwandten, Nachbarn, Bekanntschaften, Schulungen. Dann ist wichtig der vierte Lebensbereich. Hier fließt auch Energie. Das ist die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, zeigt eine Wohnsituation, wo Energie fließt. Hier im fünften Lebensbereich, das heißt dein Kinder später, dein Enkelkinder, oder deine Kindheit, dein inneren Kind und zeigt auch die schöpferische Kraft, das Leben kreativ zu gestalten und das spielerisch.
Die sechste Lebensbereich spielt bei dir auch eine Rolle. Hier fließt auch Energie. Das ist dein Pflichten, dein Arbeit, dein Körper achten, dein Gesundheitszustand. Und die siebte Lebensbereich, Partnerschaft. Es ist nicht nur in die Liebe, sondern geschäftlichen Partnerschaft bedeutet auch, wo noch Energie fließt. Und natürlich ist das für dich, diese Lebensbereichen wichtig, ist die zwölfte Lebensbereich, die Geheimnisse des Lebens zum Erforschen oder nach innen schauen, deine Psyche. Und hier sind auch karmische Themen. Das ist die Voraussetzung, was hier in Bewegung kommen kann. Das ist die Lebensbereiche, was dir betont ist, weil dich das interessiert, weil für dich ist es wichtig ist. Heißt aber nicht, dass in anderen Lebensbereichen gar nichts passiert, und das löst auch die Bewegung. Die Bewegung, die Planeten und Sonne und Mond. Ich starte mit Januar 2019. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, befindet sich in Tierkreiszeichen wieder und aktiviert bei dir Themen wie Reise, Ausland, Auslandskontakte. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein, Erkenntnisse gewinnen oder ein Studium oder Prüfungen im Leben. Uranus bleibt ganze Jahr in diesem Lebensbereich. Karmischen Knoten, davon haben wir zwei. Einmal Ketu, die absteigende Mondknoten, der Drachenschwanz zeigt alten karmischen Themen, Erinnerungen, Begegnungen. Und die neue Richtung ist der Weg, was die Seele sucht, weil die Seele braucht Erkenntnisse, sucht den Platz des Lebens oder die Aufgabe des Lebens. Diese aufsteigende Mondknoten, die Suche, ist in Tierkreiszeichen Krebs. Und hier wirkt in diesem Bereich die Geheimnisse, dein seelischer Zustand. Wird sich April ändern, weil dann übergeht in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und die absteigende Mondknoten, was die alten Themen hervorruft, alten karmischen Erinnerungen und Begegnungen, im Augenblick hier im Steinbock aktiviert deine Berufssituation, ab April übergeht dann in Tierkreiszeichen Schütze, bleibt auch hier bis Jahresende und aktiviert Themen, dein Kindheit, dein inneren Kind oder Nachkommenschaft. Und hier ist nicht nur die Kinder ein Thema, sondern die Kreativität, die schöpferische Kraft, dein Leben zu gestalten. Und hier kommen alte karmischen Erinnerungen, alte karmischen Begegnungen. Venus befindet sich am Januar in Tierkreiszeichen Waage. Das kann bedeuten, dass du hier sehr kreativ bist, Glück hast, all das, was mit Kontakte, Verbindungen betrifft oder Internet, aber kann auch eine weibliche Person sein, entweder Bekanntschaft über Internet oder im Familie, Verwandten, Kontakt mit einer weiblichen Person. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und Jupiter verschönert etwas, vergrößert etwas, gibt Chancen, Möglichkeiten, in Wohnsituation etwas zu verändern, verbessern, zeigt auch deinen inneren Größe und das gibt dir die Halt. Das ist wie ein inneren Tempel. Jupiter befindet sich in Skorpion im vierten Lebensbereich. Sonne befindet sich am Januar nach dieser indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Schütze und zeigt deine Kraft, deine schöpferische Kraft und Themen Kinder, kommt mehr Klarheit, Orientierung, Sonne öffnet deine Augen. Merkur befindet sich auch im Schütze am Januar, das sind Kontakte, Gespräche. Merkur hat auch einen Bezug zum Kinder, zum Jugend.
Saturn zeigt Lernaufgabe und auch das mal ernst zu nehmen. Und hier bei fünften Lebensbereich geht es gar nicht um die Strenge und Ernsthaftigkeit, sondern Saturn zeigt, geh in die Leichtigkeit, in diesem Spielerische. Das ist die Lernaufgabe, was Saturn hier erteilt. Pluto zeigt die innere Kraft. Pluto erlaubt aber nicht, dass diese Kraft etwas oder jemand raubt, sondern konzentriert in Kraft zu bleiben. Dann zeigt die Transformation, hat mit Sexualität auch etwas zu tun. Das ist die Sexualenergie. Pluto befindet sich hier in Tierkreiszeichen Schütze, bleibt auch und wird ganzen Jahr in diesem Bereich mehr Leichtigkeit, das Spielerische und natürlich deine inneren Kraft bleiben. Neptun ist in Tierkreiszeichen Wassermann, bleibt auch ganzes Jahr hier im Wassermann und aktiviert Themen Partnerschaft. Neptun ist ein Traum, aber wenn du nicht die Wahrheit siehst, sondern hast du eine rote Rose Brille, kann Neptun ein Albtraum werden in die Liebe Partnerschaft. Mars setzt etwas in Bewegung, zeigt Kraft und Mut. Und das befindet sich hier im achten Lebensbereich. Das sind Ämter wie Finanzamt, dann auch Steuererklärung, bedeutet auch Versicherungen, Banken, eine gerichtliche Themen kann auch in diesem Bereich auftreten. Und da brauchst du die Kraft, dich behaupten, dich durchsetzen. Aber in diesem achten Lebensbereich sind auch andere Themen, Investitionen und bedeutet auch, weil hier Pluto-Energie wirkt, auch die Sexualenergie und gerade bei Mars handelt es sich auch um Leidenschaft. Mond bewegt sich relativ schnell. Das ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und wirkt mehr im Alltag. Ich möchte die Mondphasen betonen, weil das löst etwas aus. Das sind zwar Tagesereignisse, aber hat auch eine Wirkung. 6. Januar ist Neumond in Tierkreiszeichen Schütze und da sind hier diese Thema Kinder. Und das bedeutet ein gewisser Rückzug, Rückzug in inneren Kraft zu bleiben, etwas verinnerlichen, diese Mondlicht nicht draußen, sondern an inneren suchen und finden, zur Ruhe kommen. 14. Januar ist Halbmond im Tierkreiszeichen Fischen. Und das bedeutet Spannung. Halbmond ist immer Spannung, weil Sonne und Mond ist eine Spannung und natürlich löst etwas aus in unserem Alltag. Das sind Unsicherheiten, Nervosität, Spannungen und das erlebst du mit Ämtern oder in einer gerichtlichen Lage. 21. Januar ist Vollmond. In indischen Astrologie wird das anderes beschreiben. Die indischen Astrologen sagen, der Weg ist beleuchtet. Da kommt Klarheit, da sehen wir etwas. Kommt auch die Wahrheit ins Licht. Und das ist in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und das heißt Freundeskreis, Bekanntenkreis. Oder eine Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind, wie eine Partei oder ein Verein. Und da kommt mehr Klarheit. 7. Januar wird Uranus direktläufig, ändert sich die Richtung, wird bei dir im Reisen oder eine innere Reise, Erkenntnisse oder Schulungen, Prüfungen, wird die Richtung verändert. Februar 2019, Uranus bleibt, Mondknoten hier im Krebs bleibt auch, Jupiter im wohnlichen Bereich bleibt auch, Venus ändert sich die Position,
Venus bewegt sich relativ schnell, übergeht dann Skorpion und bis Februar erreicht sogar Tierkreiszeichen Schütze. Saturn bleibt, Pluto bleibt, Venus kommt. Natürlich, hier sind schöne Ereignisse, lebst deine Kreativität, kann auch eine weibliche Person sein, ein gewisser Flirt, das Spielerische natürlich auch möglich. Sonne, Merkur übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock, aktiviert bei dir berufliche Themen. Hier kommt mehr Klarheit, Orientierung bei Merkur, Terminen, Verträgen, Bewegungen im Bereich Arbeit. Natürlich kann auch Gesundheitsthemen auch sein, das Lebenskraft, die Sonnenenergie und Merkur, Sport, Bewegung. Neptun bleibt, Mars bleibt auch. Februar ist Neumond in Tierkreiszeichen Steinbock am 4. Februar. Und diesen 4. Februar sollst du zurückziehen, brauchst die Ruhe, stärkt deine Kraft und sollst du verinnerlichen, was möchtest du erreichen beruflich. 12. Februar ist Halbmond in Tierkreiszeichen, wieder Spannung löst hier aus. Es ist ein Hindernis, auf die Reise zu gehen oder ein ungünstiger Tag, Prüfung, in eine Prüfung zu sein, weil hier geht es auch um Schulungen und Bildung. 19. Februar ist Vollmond in Tierkreiszeichen Krebs. Das sind aber die Bereich, die Geheimnisse. Ein Geheimnis wird dir klar, hast du mehr Klarheit, schaust hinter den Kulissen. 26. ist Halbmond, wieder Spannung in Tierkreiszeichen Waage. Erlebst du in Verwandtschaft oder Nachbarschaft oder Stress im Internet. Jetzt sind wir bei März. Uranus bleibt, Mars übergeht in Tierkreiszeichen wieder. Mars ändert sich die Position und befindet sich hier in Tierkreiszeichen wieder und die Energie fließt in Richtung Auslandreisen. Entweder planst eine Reise, gehst auf eine Reise oder hast du Kontakte im Ausland mit einer männlichen Person. Mondknoten bleibt, Jupiter bleibt auch hier im wohnlichen Bereich, Saturn, Pluto bleibt auch. Was sich ändert, das ist die Venus-Bewegung. Venus verlässt die Schütze, übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock. Venus ändert sich die Position. Und das ist Glück in die Arbeit oder Kreativität im Arbeit oder ein weiblichen Person, der du im Arbeitsbereich kennenlernst. Das kann auch ihr Arbeit sein. Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Wassermann und Merkur ist schon in Tierkreiszeichen Fischen. Merkur, Sonne in Wassermann beleuchtet dein Partnerschaftsbereich. Merkur ist ziemlich schnell übergeht und erreicht sogar in diesem Monat die Tierkreiszeichen Fischen. Hier sind Termine, was die Ämter betrifft, oder du musst eine schriftliche Sache klären oder abgeben. 6. März wird Merkur rückläufig. Von diesem Zeitpunkt werden diese Verträge, Termine gebremst. Hast das Gefühl dann, es geht nichts voran. Aber diese Rückläufigkeit bedeutet auch alten Themen, dass es wieder irgendeine alte Theme kommt, was die ämtlichen Situationen betrifft, dass zum Beispiel die Finanzamt wird irgendeine Unterlage haben und das hängt mit der Vergangenheit oder sie überprüfen noch etwas, ist auch möglich, aber diese Rückläufigkeit von Merkur bedeutet auch Vergangenheit, kann eine Person sein von Vergangenheit, der sich wieder meldet.
6. März ist Neumond in Tierkreiszeichen Wassermann und das heißt Thema Partnerschaft, Rückzug, Nachdenklichkeit, wie soll das weitergehen? 14. März ist Halbmond in Tierkreiszeichen Stier. Hier ist das Krone des Horoskopes. Hier bekommt man Anerkennung, Ansehen, Respekt, aber nicht bei einem Halbmond. Das heißt, jemand geht respektlos mit dir um oder hast du Themen in beruflichen Situation. Dieser 10. Lebensbereich hat auch mit Beruf etwas zu tun. Das ist hier die Arbeit, das ist die Berufung. Aber Spannung. 21. März ist Vollmond in Tierkreiszeichen Löwe. Und das bedeutet, hier in Tierkreiszeichen Löwe, dass du dein Selbst in Glanz bringen kannst. Dass du ein selbstbewusstes Auftreten hast und bist du auch wahrgenommen. 28. März ist Halbmond in Tierkreiszeichen Skorpion, Spannung in Wohnsituation. 6. März wird Merkur rückläufig. April 2019. Uranus bleibt. Mars übergeht in Tierkreiszeichen Stier. Mars ist hier ganz oben und du hast die Kraft und Mut, dich zu behaupten, auch im Beruflichen, dass du Anerkennung und Respekt brauchst oder du das erkämpfst. Mondknoten ändert sich im April. Mondknoten übergeht von Krebs auf Zwilling. Die Bewegung ist andere Richtung als die Planeten. Hier kommen karmische Themen. Das sind die Neuigkeiten, die Suche nach etwas Neues. Und da hast du karmische Begegnungen, Kontakte in Freundeskreis oder in eine Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind, entweder ein Verein oder Partei. Jupiter übergeht in Tierkreiszeichen Schütze, ändert sich die Position und Thema ist Kinder, inneren Kind, schöpferische Kraft. Saturn, Pluto bleibt. Was ändert sich? Die absteigende Mondknoten übergeht von Tierkreiszeichen Steinbock auf Tierkreiszeichen Schütze. Die Bewegung ist andere Richtung als die Planeten. Kommen hier alten karmischen Themen. Merkur ist rückläufig und kehrt wieder zurück zum Wassermann. Und da hast du Kontakte, betrifft Liebe, Partnerschaft, jemand kehrt zurück in dein Leben, hat mit Vergangenheit etwas zu tun. Und Thema ist Liebe, Partnerschaft. Venus übergeht von Steinbock auf Tierkreiszeichen Wassermann, also das bestärkt diese Aussage, ein weiblicher Person meldet sich wieder von Vergangenheit. Neptun bleibt, Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Fischen. Das ist die Selbstachtung, aber auch Klarheit in deinen schriftlichen Sachen, amtlichen Sachen. 11. April wird Jupiter rückläufig, 25. April wird Pluto rückläufig, 30. April wird Saturn rückläufig. Das bremst etwas, aber sind auch Themen von Vergangenheit. 5. April ist Neumond in Tierkreiszeichen Fischen. Verinnerliche dein Selbstbild, achte drauf, auf die Selbstbewusstsein und so leb auch deine Intimität und bedeutet auch, ein gewisser Rückzug, etwas noch überprüfen, was die amtlichen Themen bedeutet. 12. April ist Halbmond, wieder Spannung, Nervosität,
Unsicherheit in Tierkreiszeichen Zwillinge trifft, Freundeskreis, Bekanntenkreis oder eine Gruppe. 19. April ist Vollmond in Waage, trifft Internet, Medien, Verwandten, Nachbarn, hier kommt mehr Klarheit. 26. April ist Halbmond in Steinbock, trifft deine berufliche Situation, Stress, Nervosität, Unsicherheit in Arbeitsplatz. Mai 2019, Uranus bleibt in Tierkreiszeichen Widder. Sonne übergeht von Tierkreiszeichen Fischen auf Tierkreiszeichen Widder. Also hier ist Lebenskraft und das ist wichtig für dich momentan. Also in diesem Zeitpunkt Reisen oder Kontakte zum Ausland oder Fremdsprache oder Prüfungen oder ein Studium. Auch die Suche des Sinn des Lebens. Mars bleibt hier oben, du setzt dich eins für deine Rechte, Mondknoten bleibt auch, Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zurück zu deiner Wohnsituation. Etwas kehrt zurück und begünstigt deine Wohnsituation. Saturn ist rückläufig, Pluto ist rückläufig, bleibt in diesem Lebensbereich. Diese Rückläufigkeit heißt auch karmischen Themen und vor allem die karmischen Knoten, was die Vergangenheit zeigt, ist aber auch hier. Merkur, Venus übergeht in Tierkreiszeichen Fischen. Bei Venus-Energie geht es um Intimität und bei Merkur-Energie natürlich Kontakt zu dieser Damen, aber bedeutet Merkur in diesem Bereich um die ämtlichen Sachen kümmern. 4. Mai ist Neumond in Tierkreiszeichen Widder. Zieh dich zurück, verinnerliche oder meditiere darüber, welche Reise möchtest du machen oder wo geht deine Lebensreise hin. 12. Mai ist Halbmond, Stress, Spannung, inneren Unruhe hier in diesem Bereich kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde oder Neider hast und das führt zum Spannung. Hier besonders, weil Mond hier ist, auch Mutterthemen, dem in diesem Tag am 12. Mai ist auch möglich, dass Missverständnisse da ist mit deiner Mama. Also das wäre eine Spannung in diesem Tag. Aber das verbessert sich. 18. Mai ist Vollmond in Tierkreiszeichen Waage und hier natürlich Waage. Genau, in Tierkreiszeichen Waage, das beleuchtet etwas, kommt die Wahrheit ins Licht. Und 26. Mai ist Halbmond im Tierkreiszeichen Steinbock, Spannung im Arbeitsbereich. Juni 2019, Uranus bleibt im Widder und kommt Venus. Sonne übergeht dann zum Tierkreiszeichen Stier. Venus kommt und befindet sich hier im Tierkreiszeichen Widder. Natürlich kann das ein Urlaubbekanntschaft sein, eine Dame aus Ausland, aber bedeutet auch, dass du Glück hast mit einer Reise. Merkur und Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier und Mars verlässt Stier und übergeht im Zwillinge. Also Mars ist im Zwilling, Sonne ist im Stier. Und Merkur kommt auch. Merkur wird dann im Widder sein und dann übergeht in Tierkreiszeichen Stier. Hier ist mehr Wahrheit, Kontakte, Verbindungen, Terminen, Gespräche. Und diese Gespräche helfen dir, unterstützen dich. Bei Sonnenenergie kann auch die Chef sein, dass du hier ein Gespräch hast.
Und Mars ist in Tierkreiszeichen Zwillinge, das betrifft deinen Bekanntenkreis, Freundeskreis, da kommt etwas in Bewegung oder du setzt dich ein. Hier sind auch die Hoffnungen, dass du da Kraft zeigst und dich behauptest. Jupiter rückläufig bleibt im Wohnbereich, Saturn, Pluto und die absteigende Mondknoten bilden sich einen sogenannten Konjunktion hier im Schütze, sind alten karmischen Themen, sehr starke Energie. Neptun bleibt auch, 22. Juni wird Neptun rückläufig und betrifft Liebe, Partnerschaft, da kommen die Erinnerungen, Vergangenheit. 3. Juni ist Neumond in Tierkreiszeichen Stier. Zieh dich zurück, verinnerliche, wer unterstützt dich, in welchem Bereich bekommst du Anerkennung, Ansehen und Respekt oder verinnerliche etwas, wo liegt eigentlich deine wahre Berufung. 10. Juni ist Halbmond in Tierkreiszeichen Löwe. Das zeigt eine gewisse Unsicherheit, unsichere Auftreten. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion, beleuchtet etwas in deiner Wohnsituation. 25. Juni ist Halbmond in Tierkreiszeichen Fischen und das heißt, du hast Stress mit Ämtern oder wenn du da Termine machst, das ist nicht der richtige Augenblick. Juli 2019, Uranus bleibt. Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Zwillinge, Venus auch in Tierkreiszeichen Zwillinge. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs, also Mars bewegt sich weiter, befindet sich im Krebs. Sonne, Venus in Tierkreiszeichen Zwillinge und Merkur ist auch im Krebs. Im Freundeskreis, Bekanntenkreis ist sehr unterstützend. Die Sonnenenergie gibt dir die Klarheit, die Lebenskraft, kannst du dich behaupten und mit Venus-Energie entweder spürst diese Kreativität, wenn das um eine Gruppe geht, dass du da aktiv bist und gestaltest etwas. Aber bei Venus-Energie handelt es sich oft um eine weibliche Person, eine Begegnung oder Chancen, hier eine Frau kennenzulernen. Mars und Merkur im Verborgenen bedeutet, dass dir wichtig ist, deine männliche Kraft zum Bleiben und dich zu behaupten, aber brauchst einen gewissen Rückzug. Bei Merkur sind das Gespräche, was die Geheimnisse betrifft. Das bedeutet, dass jemand vertraut ihren Geheimnisse oder du schaust hinter den Kulissen. Aber handelt sich auch Gespräche, Termine, was es alles im Geheimen gehalten wird. Hier sind auch die geheimen Feinde, dass du dich einsetzt und dass du das ansprichst und zeigst, du hast das durchgeschaut. Jupiter bleibt, Saturn, Pluto bleibt auch, Neptun bleibt auch. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Tierkreiszeichen Zwillinge. Verinnerlichen, was für dich bedeutet Freundschaften. Und hier trennen Spreu von Weizen. 9. Juli ist Halbmond in Tierkreiszeichen Jungfrau. Das ist der zweite Lebensbereich. Hier ist Spannung. Entweder bekommst du keine Anerkennung, Wertschätzung und das belastet dich. Oder du fühlst du dich unsicher, achte auf die Finanzen, kein guter Tag, etwas unterschreiben, was mit Geld zu tun hat, auch keine Investitionen. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis
In Tierkreis zeichnen Schütze karmischen Themen. Mondfinsternis hat immer mit Karma zu tun, weil das befindet sich im karmischen Knoten. Immer bei jeder Finsternis. 25. Juli ist Halbmond in Tierkreis zeichnen Fischen. Eine gewisse Unsicherheit, Nervosität, all das, was die Enten betrifft. August 2019, Uranus bleibt. Merkur ist in Tierkreiszeichen Zwillinge und rückläufig. Also Merkur ist rückläufig, kehrt wieder zurück zum Tierkreiszeichen Zwillinge. Das sind Kontakte mit Freunden oder du meldest dich an in eine Gruppe oder in einen Verein. Ist auch möglich, dass du hier einen Vertrag unterschreibst. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Krebs, Mars auch und Venus auch. Entweder eine geheime Liebe, Mars, Venus, die beiden Liebesplaneten, oder hier mehr Klarheit über dein Liebesleben und ein gewisser Rückzug und um dein Selbst kümmern in dieser Zeit. Jupiter bleibt, Saturn, Pluto, Neptun bleibt auch. 1. August ist Neumond im Krebs. Du brauchst den Rückzug nach innen schauen, deine Sonne, dein Licht im Inneren verspüren, damit du Ruhe kommst. In Ruhe liegt die Kraft. Und wenn du diesen Rückzug hast und dieses Licht an dein Inneren findest, dann hast du mehr Klarheit, Orientierung. Und in diesem Tag brauchst du das auch. 7. August ist Halbmond, eine Spannung im Tierkreiszeichen Waage und das betrifft Internet, Verwandtschaft oder Nachbarschaft. 5. August ist Vollmond im Steinbock. 5. August hier mehr Klarheit, Orientierung beruflich. 23. August ist Halbmond im Widder. Es ist nicht empfehlenswert, in diesem Tag Reisen oder Prüfungen unternehmen. 30. August ist Neumond im Löwe, wird von Regulus bestrahlt und das hat für dich als mit Löwe Aszendent eine Bedeutung, weil das heißt, dann also hier Sonne im Löwe, Mond auch im Löwe, Neumond dann und das ist wirklich wichtig, ein gewisser Rückzug mit deinem Selbst bewusst zu sein, von Regulus wird bestrahlt. Und Regulus ist dieser königliche Stern und das Herz der Löwe. Also hier auf dein Herz achten, dein Herzensangelegenheit. 12. August wird Jupiter direktläufig, im selben Tag, also 12. August, wird Uranus rückläufig. September 2019, Uranus rückläufig bleibt, karmischen Knoten bleibt, Sonne ist im Löwe, Mars ist im Löwe, Venus ist im Löwe und Merkur ist auch im Löwe. Und das hat mit deiner Persönlichkeit was zu tun. Mars, Venus, dein Liebesleben, bei Sonne deine Ausstrahlung, dein Erfolg und bei Merkur die Kommunikation, Kontakte, also das wird für dich eine wichtige Zeit sein. Jupiter bleibt in diesem Bereich, deine Wohnsituation begünstigt natürlich, Saturn, Pluto, rückläufig karmischen Themen im 5. Lebensbereich, Neptun, rückläufig, auch Vergangenheit, Liebesleben bleibt auch. 19. September wird aber Saturn direktläufig, ändert die Richtung, ändert sich etwas im Schicksal. 6. September ist Halbmond in Tierkreiszeichen Skorpion, Spannung in Wohnsituation. 14. September Vollmond im Wassermann. Hier, das heißt mehr Klarheit im Liebesleben. 22. September Halbmond in Stier, Anerkennung, Ansehen, Respekt, eine Herausforderung, du verlierst den inneren Gleichgewicht, entweder verletzt dich jemand oder du traust es nicht zu, in dem Tag ist Spannung. 28. September ist Neumond und das hier in Tierkreiszeichen Löwe.
Und das bedeutet dein Selbst verinnerlichen. Und nächster Monat ist Oktober. Uranus ist rückläufig, bleibt im Widder, karmischen Knoten, Zwillingsschütze bleibt auch. Sonne befindet sich schon in Tierkreiszeichen Jungfrau und beläutet dein Selbst, dein Selbstwertgefühl und auch die Finanzen. Mars-Venus ist im selben Bereich. Hier handelt auch um Liebe, dass du diese Wertschätzung bekommen sollst, aber auch geben, ein Geben und Nehmen in Partnerschaft. Und hier ist wichtiges Thema nicht nur die Selbstwertgefühl, sondern auch Finanzen. Merkur ist im Waage, Kontakte über Internet oder Verwandte, Nachbarn, einiges in Bewegung in deine vertraute Umgebung. Jupiter bleibt immer in Wohnsituation, in Tierkreiszeichen Skorpion. Saturn ist direktläufig, ändert sich die Richtung schicksalhaft, Pluto noch rückläufig im fünften Lebensbereich, Neptun rückläufig im Bereich Partnerschaft in Wassermann. 5. Oktober ist Halbmond in Tierkreiszeichen Schütze, eine gewisse Spannung, was die schöpferische Kraft betrifft. Ideen gehen aus, fühlst du dich nicht wohl oder Thema Kinder. 13. Oktober ist Vollmond in Tierkreiszeichen Fischen, brauchst mehr Klarheit in deinen ämtlichen Situation oder möchtest du in Intimität leben, so dass du auch Respekt, Anerkennung auch bekommst und lebst auch dein Selbst. 21. Oktober ist Halbmond, Widerspannung in Zwillinge, betrifft Freundeskreis, Bekanntenkreis. 28. ist Neumond in Tierkreiszeichen Jungfrau, verinnerlichen deinen Werte oder wo investierst du um die Finanzen kümmern. November 2019, Uranus bleibt, Mondknoten bleibt, Mars bleibt auch in Tierkreiszeichen Jungfrau, Mars bleibt, Sonne geht. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und beleuchtet die Themen wie Internet, Schulungen, Kontakte, Verwandten. Merkur ist rückläufig, aber in diesem Zeitpunkt, wo die Rückläufigkeit beginnt, ist schon in Tierkreiszeichen Skorpion und wirkt auf deine Wohnsituation. Und Jupiter, Venus befindet sich auch hier. Du möchtest etwas wohnlich verschönern oder eine weibliche Person besucht dich auch und kommt wieder in Kontakt. Merkur ist von 1. November bis 20. November ist rückläufig. Entweder bremst alles, was du vorhast, wohnlich, Renovierung oder Umzug, aber kann auch bedeuten, jemand kehrt zurück von Vergangenheit und besucht dich. Und das kann auch eine weibliche Person sein. Hier ist auch die Venus-Energie. Saturn ist in Schütze im fünften Lebensbereich, Pluto auch. Und Pluto wird, Neptun wird direktläufig. Genau, 28. November wird Neptun direktläufig, ändert sich die Richtung in dein Partnerschaft. 4. November ist Halbmond im Steinbock, Unsicherheit, Stress im Arbeit. 12. November Vollmond im Widder, Klarheit in welche Richtung geht es oder eine Reise. 19. November Halbmond im Krebs, innere Unsicherheit, Spannung. Den Tag könnte kritisch sein mit deiner Mama, weil das ein Gespräch zum Beispiel führt zum Missverständnis. Also lieber in anderen Tagen miteinander sprechen. 26. November ist Neumond in Tierkreiszeichen Waage. Wieder ein gewisser Rückzug. Alles verinnerlichen, mit wem pflegst du Kontakt, wo sollst du aktiv sein, was hast du noch zum Entdecken. Dezember 2019, Uranus bleibt, Mondknoten bleibt, Mars und Merkur ist im Waage,
Merkur ist rückläufig, war rückläufig. Wieder im Tierkreiszeichen Waage, Mars ist auch im Waage. Also du behauptest hier in deiner Verwandtschaft, Nachbarschaft, da setzt deine Energie ein mit Merkur, sagst auch deine Meinung. Aber kann auch ein Kontakt entstehen mit einer männlichen Person. Sonne befindet sich in Skorpion und wirkt auf deine Wohnsituation, dass du da mehr Klarheit bekommst. Jupiter übergeht in die Tierkreiszeichen Schütze, wieder Thema Kind. Venus ist auch hier und mit Venus und Jupiter hier natürlich Liebesbeziehungen. Neptun bleibt in Tierkreiszeichen Wassermann, wirkt auf deine Partnerschaft. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann, Spannung in die liebe Partnerschaft. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, mehr Klarheit über deinen Erfolg, deinen beruflichen Weg. 19. Dezember Halbmond in Löwe, Spannung, was dein Auftreten betrifft oder Unsicherheit. 26. Dezember ist Neumond im Schütze, ein gewisser Rückzug, damit du deinen inneren Kraft, inneren Kind spüren kannst. Lieber GAD, das war dieser Jahreshoroskop. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.